Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zeichnen und Malen. Heute zeige ich euch, wie man Fell mit Farbstiften anlegt. Als Arbeitsmaterial benötigen wir heute einen Spitzer, einen Radierstift, einen Copic Blender, einen Bleistift zum Vorzeichnen und eventuell eine Nadel oder so einen Auftrenner. Dann benötigen wir für das helle Fell folgende Farbstifte: einen Dark Sepia, einen Sepia, einen Brown Ochre, einen Brown Ochre 10%, einen Terracotta. Und dann gibt es noch einen Brown Ochre von Derwent, einer anderen Farbmarke. Dann bräuchten wir für das weiße Fell Cold Grey 3, Light Violet, Ash Rose, Ivory, Cold Grey 1 und White. Und für das schwarze Fell brauchen wir Black von Colorsoft, Black von Polychromo, Burnt Umber und eventuell Sepia. Am Anfang beginnen wir wieder mit einer kleinen Erklärung. Wie ihr hier im Foto schön seht, fluchten alle Haarlinien um den Körper herum, um dieses gebogene Objekt herum. Deshalb ist es wichtig, sich vorher genau das Foto anzuschauen, wo die Fellrichtung, die Strichrichtung hingeht, hinzeigt. Das ist je nachdem natürlich, ist es ein Halsstück, ist es eben ein Bauchstück schon von dem Tier, hier ist es eine Katze zum Beispiel. Und je nachdem muss ich mir das einfach bewusst machen im Vorfeld, wo es hinfluchtet. Wenn ihr Anfänger seid, ist es ganz schlecht, wenn ihr mit Fotos arbeitet, die qualitativ nicht so hochwertig sind, dass ihr die Fellrichtung sehen könnt. Das heißt, gerade als Anfänger schaut, dass ihr hochqualitative Fotos bekommt, wo ihr richtig sehen könnt, wie geht das ganze Fell, wo fluchtet es hin. Es ist dann, sobald man es einmal verstanden hat und beherrscht, in Wirklichkeit immer dasselbe. Man muss nicht mehr viel nachdenken, die Härchen bei der Nase zum Beispiel, das ist immer das Gleiche. Aber man muss es mal gesehen haben und verstanden haben und wahrgenommen haben. Hier seht ihr mit den violetten Strichen, habe ich mir eben ein bisschen die Hilfslinie eingezeichnet, wo die Linien hingehen. Ihr seht, die einen gehen auf den rechten Bildrand hinaus, während die anderen schon leicht nach unten sich beugen. Und genau dorthin wollen wir natürlich auch mit unserem Fell, mit unserer Strichrichtung. Hier möchte ich mit euch kurz besprechen die Farbe Weiß und auch die Farbe Schwarz. Wie man hier im Foto sehr gut sieht, ist Weiß nicht gleich Weiß. Erstens hat Weiß viele Nuancen anderer Farben drinnen. Oft ist es eben ein helles Blau, ein helles Violett, manchmal ein heller Rosastich auch noch. Und es kann natürlich auch ein helles Gelb dabei sein. Gerade Blaugrau eignet sich gut zum Abschattieren in den Weißbereichen. Und wie ihr hier seht, es gibt nicht viel, was wirklich weiß ist am Fell. Das heißt, die Farbe Weiß brauche ich eigentlich nur sehr dezent und sehr wenig. Wir haben hier diese zwei Bereiche, die ich euch hier markiert habe. Die sind zum Beispiel ein fast reines Weiß, da könnte man mit echtem Weiß drinnen arbeiten. Die anderen Bereiche würde ich aber eher im gräulichen Bereich lassen. Durch den Scan von dem Bild sieht man leider nicht so viel im Weißbereich, wie ich in Wirklichkeit hineinarbeite und arbeite, da natürlich durch den Weißabgleich der Kamera viel verloren geht. Was wir hier aber auch noch sehen, ist dann, hier hinten im schwarzen Herz gibt es einen Teil, der wirklich tief schwarz ist. Eben auch schwarz ist nicht immer schwarz. Wenn man jetzt genau schaut, hat man natürlich auf der einen Seite diese weißen Härchen. Auf der anderen Seite hat man in dem Fall natürlich ein dunkles Sepia, ein dunkles Braun. Und nur gewisse Stellen sind dann so schwarz, dass man keinen Strich mehr sieht. Das nächste, auf das wir schauen, sind natürlich die Striche selbst. Hier sehr stark vergrößert. Man muss sich vorstellen, man macht diese Striche natürlich viel kleiner und viel enger zusammen. Das dient jetzt wirklich nur der Anschauung. Jeder Strich, den ich male, ist schon leicht gebogen.
Das heißt, wichtig ist, dass auch der einzelne Strich nicht komplett gerade ist. Ein Haar ist nicht komplett gerade, außer es ist wirklich nur ganz wenige Millimeter lang. Ansonsten beginnt es sich aufgrund seiner Struktur, aufgrund der Schwere selbst zu biegen. Deshalb arbeite ich jetzt einfach vom einen Bildrand zum anderen Bildrand mir mal die grobe Richtung, die Fellrichtung ein mit den Strichen, die schon gebogen sind. Und jetzt sieht man an den violetten Strichen, kommt die zweite Schicht Striche dazu. Diese Striche werden natürlich nicht genau auf die schwarzen Striche gelegt, sondern sie werden zwischen schwarze Striche gelegt und in dem Fall dann auch noch zur Hälfte bzw. das letzte Drittel zwischen dem schwarzen Strich. Dort setze ich an und ziehe sie dann hinaus, damit ich eben eine schöne Wellenbewegung machen kann und auch nicht nur ein so ein Bündel habe von Strichen, sondern eine schöne Bewegung, dem das ganze Fell jetzt folgt. Jetzt noch die kurze Information, gerade zu den weißen feinen Härchen, die sich im Schwarz befinden. Man sieht es leider auf der Fotografie nicht so gut, da das Weiß dann sehr abreißt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Weiß hinein zu implementieren in dieses Fell. Eine der Möglichkeiten ist, man nimmt entweder eine Nadel oder zum Beispiel wie abgebildet einen Auftrenner, prägt vorher das Papier, bevor man mit Farbstift drüber zeichnet. Dadurch wird dann, wenn man mit Farbstift drüber zeichnet, genau diese geprägte Stelle ausgelassen und man sieht sie später im Bild. Das ist eine Möglichkeit, Schnurhaare zu machen. Ich persönlich bevorzuge es, am Schluss mit weißer Farbe noch einmal drüber zu arbeiten, um diese Striche herauszuholen. Aber ich wollte euch die Möglichkeit einfach auch zeigen. So, dann lasst uns gleich einmal loslegen. Zuerst zeichne ich mir ganz leicht mit Bleistift ein, wo meine verschiedenen Fellstücke liegen. Gerade dieses schwarze Fellstück, das wie eine Herzform aussieht, ist sehr gut, um sich an die weiteren Linien zu orientieren. Als nächstes nehme ich diesen Auftrenner und präge im Vorfeld jetzt das Papier, damit dann die weißen Striche, die ich am Foto ja schon gesehen habe, im schwarzen Fell herauskommen, sobald ich mit dem schwarzen Farbstift dann darüber male. Jetzt ist es so, das wird auch natürlich oft bei den Schnurrhaaren gemacht. Wir haben jetzt hier keine Schnurrhaare. Ich persönlich verwende eben noch lieber dann am Schluss eine weiße Farbe, um das Ganze noch aufzupeppen. Also ganz gern zum Beispiel einen Gelroller, einen weißen, je nachdem wie dick die Striche sein dürfen, verwende ich sonst auch noch einen hauchdünnen Pinsel und eine weiße Farbe. Bevor ich jetzt beginne mit Farbstiften zu schraffieren, nehme ich noch die Bleistiftlinien weg mit dem Knetgummi, so dass ich sie wirklich nur noch ganz leicht sehe und beginne dann in der Strichrichtung mit dem hellsten Farbstift, hier ist es eben ein heller Sepia, hinein zu schraffieren und mir erst einmal klar zu machen, wo sich das Fell hinbewegt. Ihr seht, wie grob das teilweise noch ist. Es liegt noch nicht viel nebeneinander. Ich mache gleichzeitig auch den Rand. Also ihr habt dieses dunkle Herz, das ja auf der einen Seite an den weißen Rand anschließt. Und das Ganze darf ja kein Strich werden. Das heißt, das Fell muss von der einen in die andere Seite gleiten. Deshalb nimmt man verschiedene Farbstifte und geht hinein in die Farben und arbeitet eben beim Anfang, wo das helle Braun auf das Schwarz trifft, arbeite ich mit beiden Farben gleichzeitig, so dass ich einen schönen Übergang bekomme. Das ist am Anfang ein bisschen schwieriger, aber ist wirklich nur eine Übungssache. Ihr werdet das relativ schnell drauf haben. Ich persönlich schaue immer, dass ich mir mit der hellsten Farbe einmal die Grundstruktur lege, eben die ersten Schichten, wo ich dann sehe, wohin bewegt sich das Fell jetzt überhaupt, und dann beginne ich mit dem Anschluss mit der mittleren Farbe und dann auch mit der dunklen Farbe noch schön hineinzuschraffieren, damit hier sich ein Verlauf ergibt. Ja? Eben gerade auch das helle Fell. Es ist nicht immer nur eine Farbe.
Dieses helle Fell besteht aus mehreren Farben und es ist wichtig, gleichzeitig zwischen hell, dunkel und mittlerem Farbton zu wechseln. Haltet euch hier so gut wie möglich einfach ans Foto und arbeitet euch Stück für Stück voran. Lasst euch nicht am Anfang überfordern. Es ist alles auch noch wegzunehmen, auszuradieren. Gerade am Anfang, man drückt jetzt nicht so viel auf, sondern geht leicht in die Farbnuancen hinein und legt einfach am Anfang ganz sachte die ersten paar Striche an, bevor man sich dann fixiert fühlt, bevor man sich bestätigt fühlt, dass man da das Richtige tut. Und dann geht es in einem Zug sozusagen weiter und man nimmt immer eine Farbe nach der anderen und arbeitet sich wieder in das Fell hinein, geht wieder ein Stück dunkler, wird wieder ein Stück heller, geht wieder ein Stück dunkler, weil ja gerade das Fell, es soll dann ja glänzen und es legt sich ja auch an die Struktur der Muskeln zum Beispiel an, beziehungsweise auch natürlich der Rundung. Also wenn sich da was gerade rundet und nach hinten rundet, so wie beim Vogel, wie wir es gehabt haben, dann habe ich natürlich auch noch einen Lichtschattenbereich und den halt dann in Farbe. Das heißt, ich muss da mit mehreren Farben arbeiten. Wie ihr jetzt seht, eben in diesem hellen Fell sind wir schon relativ weit. Ja, es sind schon die ersten wirklich ganz zarten, ganz dunklen Sepia-Striche drinnen. Auch die haben wir in dem hellen Fell drinnen. Und jetzt geht es eben weiter dann mit dem schwarzen Herzen. Auch hier, wie gesagt, arbeite ich zuerst mit den hellen Sepia, bevor ich dann mit dem dunklen Sepia und dann mit dem Schwarz wirklich hineinarbeite. Ihr seht schon, das Ganze ist relativ meditativ mit den ganzen vielen Strichen und man sollte sich wirklich Zeit dafür nehmen und einfach Stück für Stück sich voranarbeiten. Was ich euch jetzt noch nebenbei einfach erzählen möchte, ist, welche Unterschiede prinzipiell Farbstifte haben. Man sagt ja sonst immer Buntstifte, in der Kindheit hat man oft Buntstifte gesagt. Im Künstlerbereich sagt man, Buntstifte sind halt die qualitativ nicht so hochwertigen vom Pigment her. Also jeder Buntstift, jeder Farbstift hat ja Pigment drinnen. Farbstifte sind eher für Künstler, weil diese wesentlich mehr Pigment enthalten. Jetzt gibt es aber noch zwei Unterschiede, die ganz essentiell sind bei den Farbstiften. Und zwar ist es die Öl-Wachs-Zusammensetzung. Wenn Sie mehr Öl drinnen haben, die Buntstifte oder Farbstifte, dann bleiben sie länger spitz, länger scharf. Genau das brauchen wir zum Beispiel in dem Fall jetzt hier von dem Tierfell. Da werden wir eher einen Farbstift wählen, der mehr Ölanteil drinnen hat und somit relativ lange hart bleibt, damit ich lang genaue Linien zeichnen kann und nicht so viel spitzen muss. Jetzt gibt es natürlich auch noch die Farbstifte, die mehr Wachsanteil enthalten. Die verwende ich eher für solche Flächen, wie zum Beispiel in Porträts, in Gesichtern. Da ist es wichtig, wesentlich mehr Wachsanteil zu haben. Der Stift wird schneller stumpf, aber gibt mehr Farbe, gibt noch mehr Pigment her. Das ist dann auch etwas, mit dem ich am Schluss über dem Fell arbeiten kann, wenn ich am Schluss mit einem Stift arbeite, zum Beispiel in dem schwarzen Herz dann. Wenn ich da am Schluss reinarbeite und mit einem schwarz pigmentierten, mit einem hohen Wachsanteil noch das Schwarz vertiefe. Wir haben diesen einen Punkt gesehen, wo ich euch gezeigt habe, da ist richtig tief Schwarz drinnen. Da kann ich ruhig am Schluss mit diesem Wachsanteilstift noch drüber gehen, um diesen Effekt zu erzielen. Jetzt werdet ihr euch natürlich fragen, wie bekomme ich heraus, welcher Stift jetzt auf mehr Wachsbasis ist, beziehungsweise auf einer höheren Ölbasis. Naja, jede Marke hat ihre Unterschiede und viele Marken haben sogar 2 bis 3 verschiedene Gemische in ihrem Sortiment. Jetzt ist es so, es gibt im Internet die Möglichkeit, sich das natürlich durchzulesen, die Hauptfarbstifte, die auf einer Wachsbasis basieren und dadurch eben sehr für Porträts verwendet werden und geeignet werden, sind zum Beispiel von Derwent der Colorsoft Pencil oder eben Prismacolor. Das sind 2 ganz bekannte, ganz beliebte Stifte, die dann sehr, sehr viel Pigment auf einmal abgeben.
Die andere Seite ist dann eben die mit höherem Ölanteil, sind zum Beispiel von Polychromo, von Pablo. Die Stifte bleiben länger spitz, bleiben länger in ihrer Form. So kann ich leichter das Feld zeichnen. Ich habe es so gemacht, ich bin in ein großes Künstlerbedarfsgeschäft einfach hineingegangen und habe mir mal von allen Stiften, wo es Einzelstifte gegeben hat, einen schwarzen Stift gekauft und habe den dann zu Hause ausprobiert, damit ich im Vorfeld weiß, welcher Stift hat jetzt welche Beschaffenheit. Und es ist natürlich so, schwarz kann man zum Beispiel immer brauchen. Gerade bei Schwarz sehe ich immer sehr, wie stark sind die pigmentiert. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache bei dem Luminance. Dieser Farbstift von Luminance ist eine wirklich großartige Sache. Gibt sehr, sehr viel Farbe her. Ist auch sehr teuer. Also ich sage immer dazu, es ist der Rolls-Royce unter den Farbstiften. Und eine ganze Packung kauft man sich eher seltener. Jetzt ist es aber so, gerade in den schwarzen, den weißen und den Elfenbeinstift von Luminance würde ich hinein investieren, damit ich den in Spezialfällen, wenn ich wirklich was wirklich hell oder dunkel brauche, einfach habe. Und ich weiß, dass ich diesen Effekt mit diesen Stiften schneller erzielen kann, weil sie mehr Pigment abgeben und ein stärkeres Pigment haben. Prinzipiell ist mit allen Stiften alles zu machen. Es gibt da keine großartigen Unterschiede. Es ist eine Pigmentfrage und somit dann natürlich auch eine Zeitfrage. Das heißt, auch wenn ich jetzt andere Stifte nehme, gibt auch die ganz billigen Stifte, auch mit denen komme ich relativ weit. Nur muss ich mehr Zeit investieren, um zum Beispiel ein wirklich schwarzes Feld zu erschaffen. Das heißt, wenn man das dann mal beruflich macht, dann ist es einfach wichtig, die richtigen Stifte zu verwenden, weil es eine enorme Zeitersparnis ist und weil ich dadurch nicht so oft über die Schichten drüber muss. Ein anderer Aspekt, der durchaus auch noch wichtig ist und einfach überlegenswert ist, Farbstifte übereinander zu blenden, ist ein bisschen anstrengend. Es ist natürlich möglich und man macht das eigentlich auch die ganze Zeit, allein schon dadurch, dass man helle und dunkle Töne nimmt. Aber es ist so, dass jeder Farbstift, je Marke, seine eigene Farbmischung besitzt. Das heißt, es gibt ein Ocker, das wird immer Ocker genannt, aber je nach Farbmarke, von welcher Marke der Farbstift einfach ist. Je nachdem ist dieses Ocker ein klein bisschen heller, ein klein bisschen dunkler und das spielt einen natürlich enorm in die Hände, gerade wenn es um Fell geht. Bei Fell, bei diesem hellen, braun, ocker-orangenen Fell, diese Farbe ist einer der schwierigsten, finde ich persönlich, herzustellen, weil die Farbstiftkombination oft so schwierig ist. Und da ist es natürlich umso mehr von diesen Farben, umso mehr Farbauswahl man einfach hat, umso leichter wird es. Weil man setzt sowieso verschiedene Farben übereinander, das ist überhaupt kein Thema. Aber um das Fell dann bestmöglich darstellen zu können in der Farbe, in der dieses Tier einfach das Fell hat, umso leichter ist es, wenn man dann halt eben auf diese Farbvielfalt zurückgreifen kann. Wie viele Schichten Farbe euer Papier verträgt, kommt natürlich sehr stark aufs Papier an und umso mehr ölspezifische Farben ich nehme, umso langsamer wird das Ganze passieren, umso eher ich Farbstifte wähle, die auf einer Wachsbasis sind, umso schneller wird einfach das Papier relativ voll sein und keine Schichten mehr aufnehmen. Jetzt gibt es ein paar Tricks in diesem Fall. Eine Seite ist zum Beispiel der Copic Blender. Ich nehme den mit der Pinselspitze. Das ist ein Colorless, also der hat keine Farbe drinnen, sondern eigentlich nur den Alkohol. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, mit Medium Detextur zum Beispiel eine neue geriffelte Textur drüber zu malen auf diese Schicht. Oder es gibt dann noch eben Diluent N. Das ist auch so auf einer gewissen Alkoholbasis. Das ist ein verdünntes Lösungsmittel und damit kann ich auch, wenn ich da sacht drüber gehe, über meine Farbe mit dem Pinsel, kann ich sie die Farbe einerseits verstärken und intensivieren. Andererseits mache ich dadurch
dieses Bindemittel, das Öl, flüssiger, somit verschwimmt es etwas und ich kann neue Schichten aufbauen auf das Papier. Wichtig hierbei ist natürlich, dass wenn ich das verwendet habe, dass ich es immer komplett durchtrocknen lasse, bevor ich wieder beginne, mit Farbstift drüber zu gehen, weil sonst habe ich das Problem, dass natürlich ich das Papier beschädige. Das sind eben Hilfsmittel, die man zur Not einsetzt. Man versucht eher ohne dem Ganzen auszukommen und es ist auch eine kleine Spur, ein Ausprobieren, welche Farbstifte mit was jetzt gut reagieren und welches Papier mit was gut reagiert. Ich habe schon gute Erfahrungen auch mit 80%igem Alkohol einfach gemacht. Dann gab es wieder Situationen, wo das überhaupt nicht funktioniert hat, wo dann nur der Pinselreiniger funktioniert hat, so einen Verlauf zu erzielen. Also da kann man schon sich ein bisschen damit spielen. So, wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt. Es ist so, ich habe mit Absicht gerade in diesem schwarzen Herz, habe ich unten noch die hellen schwarzen Striche gelassen, dass man sieht, von wo komme ich her, wo habe ich begonnen, wie habe ich begonnen und wie schwarz und wie dunkel es eigentlich dann oben schon ist, wie satt das Fell oben ist und wie hell es eben noch unten ist, damit man ein bisschen diesen Vergleich hat und sich noch erinnern kann, weil während man zuschaut im Prozess, beginnt man ja eigentlich sogar das zu vergessen. Also ran an die Stifte, ihr könnt das auch, ihr schafft das auch.